bin mal wieder dabei, mir ein neues Shirt zu gestalten, weil ja diese Sprüche-Schablonen, nicht Shirts, sondern diese Sprüche-Schablonen so toll gerade ankommen. Jeder will ein Sprüche-Shirt haben oder hat eins. Und ich hatte mir ein paar von diesen Schablonen bestellt. Zum Beispiel Vorsicht vor dem Herrchen, der Hund ist harmlos. Und auch so einem einfachen, aus so einer einfachen Schablone kann man natürlich ein tolles Shirt gestalten. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt einfach mal, weil da gibt es ja so viele verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten oder Mittel mittlerweile, dass man da wirklich was Schönes draus machen kann. Jede Frau ist auch ein kleines bisschen Tussi, auch selbst wenn ich mit meinem Hund gehe. Ich finde Pink auch immer noch schön, obwohl es eigentlich eine Farbe mittlerweile ist, die für mich ein bisschen verbrannt ist. Aber trotzdem arbeite ich immer noch mal mit Pink. Man kann Pink verwenden. Jeder kann Pink verwenden. Auch wie bei meinen anderen Shirts, die ich bis jetzt gezeigt habe, immer wird jetzt nur die Farbe, die ich verwende, hier natürlich wieder Deka, Perm für permanent, Glitter. Diese Farben kann man auf dunklen und auf hellen Stoffen verwenden. Da braucht man nicht lange überlegen. Und das wird einfach über die Schablone gestrichen. Da braucht man auch gar keinen Stencil Fix oder Schablonenkleber. Diese Farbe rutscht einfach nicht unter die Schablone. Also ich hatte es jedenfalls noch nicht. Ist mir noch nicht passiert. Und so macht man sich jetzt erstmal den Spruch drauf auf die Stellen, wo man den hinhaben möchte. Und dann kann man weiter dekorieren. Warum hast du denn jetzt so viel Platz gelassen? Bevor man sich so ein Shirt gestaltet, habe ich das immer schon im Kopf, wie es sein soll, wie ich mir das vorstelle. Und da es jetzt so viele verschiedene Sachen gibt, um ein Shirt zu gestalten, wie jetzt hier zum Beispiel ein Bügelmotiv, das will ich dazwischen machen. Da muss man sich erstmal ausprobieren, wo soll jetzt das Bügelmotiv hin. So viel Platz muss man dann natürlich lassen mit der Schablone wieder oder mit der Schrift, damit dann das Bügelmotiv da auch wieder hinpasst. Man hätte es jetzt auch alles untereinander machen können. Hast ja auch schon mal gefragt, warum ich es nicht untereinander mache. Na, das habe ich ja schon mitgekriegt. Weil ich das so haben möchte. Weil du Tussi bist. Weil du Tussi ist. Ein Tussi macht das so wie will. Glitzer ist deine Welt, wa? Ja, hast du ja mittlerweile gelernt in den vielen, vielen, vielen Jahren, dass ich nicht nur eine Glitter-Elli bin, wie ich liebevoll von Freunden genannt werde, Glitter-Elli. Ich bin auch eine kleine Tussi, bleibt man immer, jedes Mädchen bleibt auch eine kleine Tussi. Ja, ja. Nicht nur eine Glitter-Elli. Und darauf bist du stolz. Darauf bin ich stolz, genau. Glitter-Elli. Als ich gerade von anderen Techniken gesprochen habe, um ein Shirt zu gestalten, da meinte ich jetzt zum Beispiel Strasssteinchen oder zum Beispiel solche Bügeltransfers, die es mittlerweile koloriert gibt. Es gibt auch diese Strasssteinchen schon als fertige Motive, finde ich ganz edel. Früher musste ich mir immer die Mühe machen und die Sachen selber legen. Das dauert natürlich alles eine Zeit, jeden einzelnen Stein zu legen. Und jetzt schneidet man sich einfach so ein gewünschtes Motiv aus und hat das fertig. Und das sind ganz edle Steine, das sind richtig Glassteine von Ideen mit Herz. Und nicht mal teuer, so ein Bogen kostet 5,95 Euro, finde ich edel. Also wenn du dann ein Steinchen kaufen sollst, sollst du es selber legen. Und dann noch die Zeit dazu, wenn ich denke an meine Tigerköpfe, die ich gelegt habe, da habe ich für einen Tigerkopf, die ersten habe ich 8 Stunden gebraucht, hinterher waren es dann bloß noch 6 Stunden, aber... Und hier kannst du gleich fertig. Und hier kannst du einfach fertig aufbügeln und hast dein Shirt schon fertig. Zack, zack. Ach, das wird aufgebügelt. Das sind Bügelsteinchen, die werden aufgebügelt, ja. In diesen Transferbögen sind dann immer mehrere verschiedene Bilder und da kann man sich die ausschneiden, dass man, also das Bild, was man haben möchte, ausschneiden. Ist hier ist süß. Ja, ich finde, also Yorkies sind ja nun mal unsere Hunde und dann musste ich unbedingt diese Transferbögen haben. Die habe ich schon eine ganze Weile liegen, aber die gibt es auch immer noch zu kaufen. Und da habe ich mir jetzt den Yorkie ausgeschnitten und diese Seite, die so grummelig ist, die muss nach unten. Das wird dann so aufgebügelt von unten. Und jetzt schneiden wir uns einfach noch diese Flügelchen zurecht und dann ist das Motiv auch fertig. Jetzt nicht lachen, ich habe ein Mini Prinzessinnen-Baby Bügeleisen für meine Bastelarbeiten. Ich weiß nicht, wo ich das mal hier... Das ist ein Reisebügeleisen. Da hatte ich irgendwann mal gekauft, als wir unterwegs waren. Aber damit jetzt eine Hose bügeln, ist natürlich Arbeit für Idioten, glaube ich. Und deswegen habe ich das dann mal zum Basteln, um jetzt mal kleine Steinchen aufzubügeln. Irgendwo ein kleines Motiv. Dafür ist das super. Dafür könnt ihr das nehmen. Aber bügelt damit keine Hose.
Oder ein Shirt. Oder eine Bluse. Mhm. Dafür ist es einfach zu winzig. Ja, lach ruhig, du musst ja nicht bügeln. Und das Bügelmotiv muss jetzt natürlich auch hier, dafür ist extra hier so ein grauer Rand. Ich mache es jetzt auch das erste Mal, so ein Bügelmotiv draufsetzen. Ich habe die immer liegen gehabt und eigentlich nie so recht einen Platz gefunden, wo ich es hinhaben möchte. Außer jetzt hier. Das soll man jetzt ruhig bei Baumwolltemperatur, und dieses Ding hier kann man nicht runterregeln, das hat Baumwolltemperatur. Ja, was soll das andere da haben? Bei dem Motiv ist eine unendliche Geschichte. Ja, du willst ja heute irgendwann noch Armbrot haben, denke ich mal. Vielleicht werde ich irgendwann mit meinem Shirt fertig. Wenn nicht, hast du ein bisschen Pech heute. Baby. Shirt. Babyeisen. Ja, das ist aber nicht für Kinder. Leute, das ist wirklich nicht für Kinder. Ist zwar witzig, aber es ist nicht für Kinder. Hast du dich wieder ein bisschen erholt? Können wir weiterdrehen, ja? Reicht doch völlig aus, so ein kleines. Man braucht da nicht das große runterholen. Guckst du, du hast Spaß. Sieht so niedlich aus. Ja, Kinderarbeit ist verboten, sonst hätte man nicht ein Kind aufbügeln können. Du hast gesagt, für Kinder nicht geeignet. Ist nicht für Kinder, ist richtig heiß, also nicht für Kinder. Wenn ihr alles ordentlich aufgebügelt habt, dann müsst ihr das richtig abkühlen lassen. Also ihr müsst wirklich immer anfassen, wenn das wirklich, wirklich kalt ist, dann könnt ihr das erst abziehen, sonst lässt sich das Papier nicht abmachen und das Bügelmotiv geht wieder hinterher. Dann sucht ihr euch eine Stelle, macht da erstmal lose und dann zieht ihr vorsichtig an dem Objekt, an der Trägerfolie hier. Ja, ich finde das auch cool. So, und das sieht doch cool aus, oder? Na. Also diese Bügelmotive, die sind edel, finde ich. T-Shirt muss natürlich vorher gewaschen sein, wie immer. Muss ich bestimmt nicht jedes Mal erwähnen, wer sich damit beschäftigt. Man kann es ja mal sagen. Ja, wer sich damit beschäftigt, weiß, bevor das T-Shirt eben bemalt wird, vorher waschen. Ich kaufe mir ein Packen Shirts, schmeiße die in eine Maschine und dann kann man die nach und nach bemalen, wenn man sie dann gewaschen hatte. Braucht man nicht immer das überlegen, habe ich es jetzt schon gewaschen oder nicht. Die liegen bei mir immer gewaschen schon im Schrank, bis ich sie dann mal bemale. Ich finde es eine coole Variante, solche Sachen alles mal zusammen zu kombinieren. Bügelmotiv mit Schablonen, also Farbe, Textilfarbe und Schablonen und Strasssteinchen. Ich finde es genial, sowas zu machen. Dafür gibt es die ganzen Sachen und ich finde es ein tolles Shirt. Ich finde es cool für mich. Probiert es einfach mal aus mit solchen. Auch die Bügeltransfers, ich weiß gar nicht, die kosten 5 Euro oder so. Die sind nicht teuer, diese Bügelbildchen hier. Aber ideal. Aber edel. Man darf sie jetzt nicht, also man darf sie bis 30 Grad waschen, aber man soll sie nicht schleudern. Ich probiere es aus, ich muss meine Sachen auch schleudern können. Also in dem Sinne, bleibt neugierig, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.